So, Freunde, Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Schöne Sonntagsgrüße. Und Prost Kaffee, gell? Krass, wie viel am Start sind. Seid ihr alle schon aus dem Bett gefallen? Aber es ist schon fast 10 Uhr, gell? Da ist man schon wach. Ich muss mal kurz gucken. Ich kann gar nicht mehr so weit hochrollen. MFK 2912, Matrix, Nico, meine Sonne, grüß dich. Saskia, alias Benny, grüß euch, grüß dich. Orek Fauste, Binky Winky, Dominik Will, Willisch, Tristan, Robelio, Remo, grüß dich, mein Lieber, Grüße nach Chur. Steffi Ludwig, moin moin. Tom, einfach Hufis, what? Boah, voll viele am Start schon, was ist mit euch los? Matthias, Sebastian, Jan Philipp, Grüße nach Hamburg, mein Lieber. Tor, meine Sonne, Space Monkey 6, schön, dass du reinschaltest. Hast du Dienst am Wochenende? Eisenbahn und mehr. Luca, grüß dich, mein Lieber. Der Frank, die Siri, moin Siri, Grüße Richtung Essen, Bochum, sonst wohin. Dashi, Lukas Alpha, Jatrix, der Herzer Fisch, Jan Gaming. Ja, cool, dass ihr am Start seid. Drückt gerne den Like-Button, gell? Und ja, wir machen heute wieder einfach am Ende vom Stream Tassenverlosung. Sieht man das? Ich habe zwei Tassen nochmal gefunden. Tatsächlich, hier, Jock. Hat meine Frau wieder alle weggeräumt. Ich dachte, ich habe keine mehr. Also von daher, wir können mal zwei Tassen so zum Ende verlosen. Und das gilt einfach wie letztes Mal, weil irgendwie das Einfachste ist, weil ich nicht anders weiß, wie ich die verlosen könnt. Wenn ihr Bock habt, kommentiert einfach das letzte Video von gestern hier auf dem Kanal. Und dann machen wir anhand aller Teilnehmer, die kommentiert haben unter dem letzten Video, die Verlosung nachher so gegen Ende des Streams, gell? Und dann sollte das passen. Jo, Freunde. Versteht man mich gut? Moin, Cody, mein Lieber. Grüß dich, du Verrückter. Kaffee ist auch am Start. Sehr gut, Jean. Du magst es wohl, Tassen zu verlosen? Naja, die Tassen wären ganz schön gehypt. Finde ich natürlich auch geil. Dafür sind sie ja da, gell? Ich bestelle sie ja nicht für mich. Ich trinke immer noch tatsächlich aus einer weißen. Eigentlich sollte ich mal ändern, gell? Ja. Aber so ist es denn halt. Was machen wir denn heute? Ich bin maximal unvorbereitet. Das noch anmachen. Das soll passen. Tipptopp. Ton passt. Sehr gut, danke euch. Führt Feedback. Ja, wir hatten ja die Umfrage gemacht. Das ist jetzt schon über eine Woche her, glaube ich. Wie wir jetzt eigentlich die Schnellfahrstrecke gestalten, ob mit feste Fahrbahn oder mit entsprechende Betonschwellengleise mit LZB-Kabel. Und ich habe jetzt gar nicht mehr reingeschaut, aber ich glaube, lange, lange Zeit zur Umfrage hat eigentlich erst die feste Fahrbahn ganz knapp vorne gelegen mit 52-48% für die feste Fahrbahn. Und dann gegen Ende vom Voting hat aber doch noch die Betonschwelle gewonnen. Auch nur knapp, auch wiederum dann mit 52-48%. Ich habe gar nicht mehr reingeschaut. Ob ich jetzt aber tatsächlich bei so einem knappen Ergebnis nochmal die feste Fahrbahn umbaue, ich bezweifle das so ein bisschen. Ich mache zwar immer eine ganze Menge und habe einen relativ großen Schweinehund, dass ich Sachen nochmal verändern muss, die mir gar nicht taugen. Aber an der Stelle, und ich weiß, ich habe sogar eine Umfrage gemacht, ich muss mal gucken. Aber hat ja alles seine Zeit, muss ja nicht sofort passieren. Die Staffel geht dann noch ein bisschen. Mann, beachte mein Profilbild, dank an SM1. Ich habe schon gesehen, dass du was anderes hast, Nico, aber ich habe noch nicht geschaut, gucke ich mir nachher an. Unvorbereitet wie immer, genau. Benny Check könnte ich machen. Affen03, moin mein Lieber. So, was macht man heute? Oh, der Herr Commander ist auch im Start. Moin, Herr Commander. Grüß dich, mein Lieber. Gefällt mir schon ganz gut. Gestern im Video hier auch erstmal. Habe ich das eigentlich gespeichert? Warte mal. Die Darstellung. Das war hier schon ein bisschen so. Felder und so haben. Ah, nee, doch, hab ich aber. Die können wir mal gerade abspielen lassen, einfach, bevor ich den loslege. Max Gamer, guten Morgen. René, grüß Gott. Servus, mein Lieber. Moin, moin, Herr Commander. Finde ich ganz gut, dass wir jetzt auch so ein bisschen schon langsam anfangen, mal Felder zu ziehen. Ist ja auch wichtig fürs Auge, gell? Wenn wir auch noch viel zu heftig im Schönbau unterwegs sind, da beklagen sich durchaus einige so ein bisschen drüber, kann ich voll und ganz verstehen. Lasst mal noch so ein bisschen 15, 20 Folgen eher so ohne Wism spielen, viel Streckenbau, viel Schönbau und dann gucken wir mal. Aber wir können gleich auch nochmal schon kurz reingucken, wie rentabel oder unrentabel die Strecken sind, beziehungsweise wie viel wartende Fahrgäste schon an den Bahnhöfen stehen.
Vielleicht, wahrscheinlich werden wir nochmal ein, zwei Garnituren draufschmeißen. Auch wenn ich mir keine neuen Mods seit dem letzten Mal besorgt habe, habe ich schon wieder verschlafen. Aber das mit den Feldern und den See, das schaut doch ganz gut aus, oder? Das taugt mir schon, auch mit der Brücke jetzt hier. Das mit der Brücke hätte ich schon noch ein bisschen, so eine fette Brücke für hier eigentlich so eine kleine Überfahrt, das ist irgendwie Quatsch. Deswegen habe ich hier probiert, noch den See so reinzuziehen, so ein bisschen, aber das macht es jetzt auch nicht wirklich besser. Naja. Warum geht es nicht weiter? Aber so ist es jetzt erstmal. Kann sich ja so langsam so ein bisschen sehen lassen. Gut, also wir gucken mal kurz einfach die Bahnhöfe ab. Gucken mal auf dem IC94, wie der ausschaut aktuell mit 3 Zügen, die wir drauf haben. Finanziell sah das schon mal gar nicht so schlecht aus. Das passt schon. Und ansonsten auslastungsmäßig gerade, naja, so mittelmäßig. Bahnhof selbst stehen schon relativ viele Fahrgäste. IC501, können wir nochmal reingehen gucken. Wow, okay, dass der gerade so gut schon unterwegs ist. Der fährt ja bloß bisher hin, her. Den sollten wir heute wahrscheinlich verlängern, oder? Bis nach Gorbeln. 96 von 96 Fahrgäste und wahrscheinlich werden wir dann einen zweiten Zug raufschmeißen können. Moin aus Österreich. Moin nach Österreich, Wally. Nein, Werbung habe ich schon wenig ausgestellt. Kann ich das noch irgendwie jetzt ausstellen? Warte, können wir gerade mal gucken. Aber das geht wieder nicht im Stream. Doch, ich kann es nur ausstellen. Anzeige an die Linie. Also, Freunde, wenn jetzt noch Werbung kommt, dann liegt es nicht an mir. Ich habe das jetzt ausgeschaltet. Ich vergesse es hier immer. Grüße in die schöne Schweiz. Sehr cool. Der Bornkessel, der Malora-Stream. Grüß dich, mein Lieber. Auf alles fit, Dennis. Und ja, lass mal gucken. IC501. Da werden wir sicherlich einen zweiten Zug heute draufschmeißen. Allzu viel werden wir sowieso wieder nicht schaffen, ich weiß es jetzt schon. Der RB87, da sollten wir noch die Farbe ändern, damit er nicht gleich ist. Warte mal, was haben wir denn schon drauf? Ja, so passt es. Der fährt finanziell noch absolut in den Miesen. Obwohl hier eigentlich nur 3 Fahrgäste stehen. Da ist noch nicht viel los, wir müssten die Stadt mal irgendwie dann beleben. Relling ist ja nicht mal klein, gell? Aber hier will noch irgendwie kaum einer hin. So richtig viel, 22 Fahrgäste. Eigentlich würde hier fast noch so eine kleine Ferkeltaxe reichen, anstatt unser Gerät, was wir da drauf haben. So, Zug RE10, da steht gerade gar keiner. Wo fährt denn der überhaupt hin? Mit nur einer Garnitur und keiner am Start? Das ist auch ein bisschen komisch. Der Zug fährt gerade los, okay. Deswegen steht erstmal keiner da. Ist der voll? Naja, nicht mal halb. Dann wird er sicherlich auch keinen großen Gewinn abschmeißen. Der ist komplett tot, die Linie. Keine Ahnung, warum. Jen Gott, mein Lieber, grüß dich. Und der Thomas, grüß dich, Thomas. Sprachnachricht, Antwort folgt. Mods muss ich die raussuchen. Die untere hier ist übrigens, heißt Distanz. Measure, also messen, nur in Englisch. Measure, wenn du das bei Steam eingibst im Workshop, dann findest du das schon. Aber ich suche dir das dann mal gescheit raus. So, Zug S5. Da hatten wir schon die 420 noch draufgeschmissen. Der schaut jetzt auch nicht gerade so gescheit aus hier. Ne, da geht auch nicht so viel. Naja, nun gut. Also ist noch nicht so dolle. Wir können gerade mal hier in Delmenthal gucken. Hä? Steht gar keiner da, weil die beiden Züge gerade abfahren. Die haben sich gerade getroffen. Und dann hier hinten oben in Flensohr. Das haben wir im letzten Stream gemacht und da habe ich noch nicht weiter mal Hand angesetzt. Sollte ich mal noch machen. 16 Fahrgäste. Ja, ist nicht so geil. Also, Freunde. Die Frage ist die erste. Wir setzen gleich ein paar Garnituren drauf. Machen wir erst ein bisschen Fleißarbeit. Fahren wir weiter. Wir machen mal ein Gabeln weiter. Wie gefällt euch eigentlich der Goldene Bahnhof? Einige Feedbacks habe ich bekommen. Jetzt ist jetzt die schattige Seite. Warte mal, wir machen mal die. Machen mal die Seite als sonnige Seite gerade da. Ganz nett, oder? Also ich finde ihn geil. Aber einer hat auch geschrieben, da Geschmäcker. Bei Geschmäcker oder was, da scheiden sich die Geister zurecht.
Jut. Machen wir hier weiter? Machen wir hier in Gabeln weiter und machen aber Nahverkehr heute. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob nach Feldengel oder hier rüber erstmal hinten nach Grabau. Und ich habe mir da gar keinen Kopf gemacht, wenn wir die Karte auf Nord drehen. Weil die Gleise hier hinten, das Gleisvorfeld ist auch noch absolut gar nicht fertig. Eine Gleiswüste, da muss noch alles gemacht werden. Hier die Gleise, die hier unten drunter durchgehen dann. Die hier, die werden wir wohl direkt erstmal unmittelbar nach Grabau führen, gell? Keine große Sache. Und dann können wir hier im Erfurter, im wunderschönen Erfurter Hauptbahnhof, auf die Sackgleise den Verkehr leiten. Irgendeine schnucklige kleine, fast schon eine Nebenbahn. Könnte man auch schon fast eingleisig gestalten. Das werden wir mal machen. Der könnte in der Emiraten stehen mit dem Gold. Das stimmt, Thomas. Das ist wohl wahr. Der goldene Bahnhof ist gut. Sehr gut, Remo. Sie86, moin. Dann machen wir das einfach mal. Ich weiß gar nicht, was wir hinten in Grabau für den Bahnhof fix hinstellen. Wahrscheinlich auch absolut 0815, gell? Marke Eigenbau. Wir werden hier mal das mit den österreichischen, mit der Bahn, mit den österreichischen Bahnhofsgebäuden hinstellen. Den etwas idyllischen. Und wir lassen es hier einfach direkt vorne ranlaufen. Reißen dafür mal pausieren, das Game. Reißen es mal fix weg hier. So, den planieren wir fix nach. Stärke, Vollgas. Zip. Sollte eigentlich easy going hier sein, aber das können wir mal gerade machen, gell? Die Bäumchen nehmen wir mal fix weg. Und dann gucken wir mal, wie viel Bahnsteiggleise? 2 oder 3? Eigentlich würde ja sogar einer reichen. Umfrage starten. Pass auf, wir machen eins mit rein. Ich stelle euch das mal. Eigentlich würde in Grabau auch einen Bahnhof mit einem Bahnsteig reichen, aber wäre irgendwie Quatsch. Einer ist zu wenig, das taugt nicht fürs Auge. Machen wir 2 oder 3. Schreibt's mal rein. Stimmt's mal ab. Ich stelle den schon mal hier hin in der Zeit und guck mal, wie wir hier vielleicht geschickt einen Kopfbahnhof auch draus machen können. 2-3, 2-2, check. Wenn wir den so bauen und wir machen breite. Warte mal, wir stellen den mal hier hin. Gehen mal hier rein. Passagiergebäude. Hier gibt es eigentlich noch viele geile Bahnhofsgebäude. Der ist auch cool, das Bahnhofsgebäude. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich hätte eher das österreichische genommen hier hinten, weil mir das hier gefällt mir auch sehr gut. Und wieso kann man den hier vorne nicht hinbauen? Ist das zu eng? Dann ziehen wir den Bahnhof nochmal ein Stück zurück. Lass mal kurz gucken, wenn wir hier das wegreißen würden, ob das dann gehen würde. Nicht, dass ich umsonst hier ewig rumpuppel. Genau, dann geht es, okay. Den bauen wir hier nämlich so vorne längsseits. Aber dann müssen wir den Bahnhof nochmal neu ausrichten. Zip. Den nochmal weg. Dann machen wir den hier nochmal. Ist der richtig arretiert? Ja. So. Nochmal geguckt. Jetzt passt der auch hier vorne. Schade, dass der nur so weit drüben geht. Mal gucken, was die Umfrage sagt. Aber ich sehe das schon. Wahrscheinlich Umfrage nur 2 Gleise. Okay. Und dann nehmen wir auch das kleinere Bahnhofsgebäude, oder? Aber den machen wir doch keinen, wenn wir nur 2 Dinger nehmen. Dann machen wir das doch anders. Dann hämmern wir den doch so. Schnell mal geguckt. So machen wir das, Freunde. Und dann nehmen wir hier auf der Seite. Ah, dann macht er das nochmal weg. Warte, dann machen wir erst die Plattform hin.
österreichisch, irgendwas älteres, Bahnhof 1950, das wird passen, denke ich. Ist vielleicht von der Einstiegshöhe etwas zu tief, aber das macht dann nichts. 1950 den. Und wir machen 4, 8, 12, 16, 2. Eigentlich bräuchte man es nicht länger. Wir haben gesagt, wir machen nur zwei Standardlängen. Wir machen den mal kürzer hier. Ach, die Plattform kriegt man so schwer abgerissen. So. Dann lassen wir die mit der Länge. Gleise. 7. Na gut, dann Passagiergebäude, nochmal die hier, na schade, so machen wir das, der steht nämlich besser bündig zur Straße und so, Umfrage beenden, 60%, check, danke für eure Teilnahme. Cat Gaming, habe ich schon guten Morgen gesagt, guten Morgen mein Lieber. Gebäude bitte mittig. Findest du? MB, hast du nichts verpasst? Ohne Oberleitung. Wie lang ist der Bahnsteig? Der müsste jetzt sein. Kürzer als das, was wir uns eigentlich mal vorgenommen haben. 4, 8, 12, 16, 200 Meter. Ich würde schon mit Oberleitung hier machen. Fahren wir hier ohne Oberleitung? Was nimmt man denn für einen Zug rauf, Freunde? Tobi, moin mein Lieber. Dann sag mir mal schnell, was wir für einen Zug hier raufhämmern, wenn wir ohne Oberleitung machen. Und dann können wir wirklich ein Nebenbahnfeeling machen, ein Gleis. Lind oder 612, ich weiß nicht, ob ich das da habe. 612, ja, 612 habe ich. Schreiben wir doch die ganze Zeit, achso, ich sehe es nicht im Chat, Mann. Check, 612, alles klar, also ohne Oberleitung, verstanden. Nix, Oberleitung, wir brauchen schon Oberleitung. Dann könnten wir hier hinten eigentlich auch Holzschwelle nehmen. Mal so ausnahmsweise ein Stück. Ein bisschen Holzschwelle. Die hier. Dann sollte das buzzen. Und dann nehmen wir hier hinten noch. Ihr fragt mich auch mal wieder, was das für eine Prellbock-Mod ist. Ich weiß es nicht so genau. Ich denke, dass die irgendwo bei Manu mit in sein Gleisset drin hängt. Aber ganz so genau weiß ich das auch nicht. So, hier müssen wir noch schnell... Wie kommen wir jetzt auf die andere Bahnsteigseite? Hier gibt es doch von... Nimm mal die hier. Oder machen wir von hier drüben noch einen separaten Zugang auch? Am besten beides. Wir machen mal so und so und hier vorne machen wir noch Bahnhofsdächer hin. Und hier machen wir dann noch ein Trapchen, einen Zugang hin. Geht es von der Seite hier? Oh shit, wo waren das? Hier, der hier, gell? Das ist jetzt ihr C-Zugang, macht aber nichts. Den machen wir einfach so und verbauen den, bauen das gleich noch schöner. Gut. Zu 18 mit Silberling. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Hätte ich auch Bock drauf. Ich habe die Silberling nicht aktiviert. Sollte ich aber machen. Archimon, grüß dich, mein Lieber. Was war denn da ist dann los für eine Abstimmung? Wann geht's denn bei dir weiter? Wenn ihr den lieben Archimon noch nicht kennt und wirklich Hardcore-Schönbau wollt, dann guckt mal beim Archimon auf dem Kanal vorbei, gell? Archimon Projects, der schreibt ihr gerade im Chat, der Verrückte. Da kriegt ihr mal richtig soliden, qualitativen, hochwertigen Transport Viva 2 Schönbau. Das Maximale der Gefühle sozusagen. So, wir machen mal hier jetzt weiter mit den Holzschwellengleisen. Oh, ich brauche andere Musik. So wird es nichts.
Holzschwelle ist eigentlich Boogie, was wir nehmen. Wir können maximal 160 nehmen. Da scheißt der Hund drauf. Und wir nähern uns auch mal von der anderen Seite. Und ziehen wir die Holzschwelle bis hier hoch? Oder setzen wir hier einfach an mit der Holzschwelle? Und machen wir das Ganze eingleisig, gell? Aber wir machen mal noch ein Stück zweigleisig, weil ich noch nicht weiß, ob wir tatsächlich unter Umständen Altensteig auch hier anbinden werden. Industrie haben wir auch, aber in die andere Richtung. Das wird nicht zu berücksichtigen sein. 116 Zuschauer, ihr seid verrückt. Sehr cool, freut mich. Schönen Sonntagmorgen, ihr Lieben. Achso, und für alle, die reinschalten, guck mal hier. Jacko Plays Kaffeetassen. Verlosen wir nachher gegen Ende des Streams zwei Stück. Wenn ihr Bock habt, teilzunehmen, dann schreibt einfach einen Kommentar unter dem letzten aktuellen Video von gestern hier auf unserem kleinen Kanal. Das ist das Transport Fever 2 Video auch. Dann qualifiziert ihr euch mit dem Kommi an der Verlosung nachher für die Jacko Plays Kaffeetassen. So, einige habe ich schon rausgehauen. So, einige sind schon versandt worden. Nur beim lieben Jen Gott kam die Kaffeetasse zerstört mit abgebrochenen Henkel an. Tut mir sehr leid, er hat sie geklebt. Jetzt soll es wieder gehen. Ein Glück, gell? Also wir machen das mal hier. Und dann... Achso, ohne Oberleitung. Jetzt können wir nachher noch in Ruhe wegnehmen. Was mache ich hier? So, jetzt haben wir es gleich ein bisschen länger als Holzschwelle gekürzt. Was schreibt denn der, liebe... Nachbau, kein Schönbau. Na, für mich ist es Nachschönbau. Aber check, ja, es ist Nachbau, hast recht. Sagen wir mal, ich baue an einem neuen Projekt. Ja, aber was willst du nicht verraten, gell? Das ist noch recht geheimniskrämerisch. Ich bin gespannt. Und ich freue mich auch, wenn du wieder mehr am Start bist, Archimon. So. Dann gehen wir mit dem mal hier durch. Den machen wir noch ein bisschen länger hier. Und dann gehen wir mal mit dem eigentlich recht unspektakulär, Freunde. Aber wenn das so sein soll, ihr wollt hier Diesel Holzschwellchen eingleisig, why not? Wir terraformen das Ganze mal ein bisschen durch. Wird ja sowieso wahrscheinlich nicht mehr als eine Garnitur hier lang rauschen, gell? Haben wir das? Dann bräuchten wir hier oben eventuell noch... Wie weit ziehen wir jetzt die Holzschwelle? Bis hier hoch ist eigentlich Quatsch, weil das hier so gefühlt schon das Neubaugebiet ist. Und eigentlich auch hier unten durch wäre das Quatsch. Dann machen wir noch die Olde. Ist das die hier? Ich stehe mal wieder auf den Schlauch. Die Geschwindigkeit müssen wir so noch ändern. Die hier, verdammt nochmal. So, jetzt. Das machen wir schon so. Aber wir machen das Ganze Oberleitung aus, habe ich vergessen. Machen wir das bis in den bahnhoffreien Oberleitung aus? Irgendwie Quatsch. Aber so soll es denn wahrscheinlich, gell? Dann machen wir das noch hier aus. So. Hier. Das kommt noch weg. Aber das bleibt hier, falls hier tatsächlich mal ein Zug reinfährt mit Oberleitung. Im Bahnhof lassen wir die nämlich, genau. Auf der Seite. Irgendwie ein bisschen Quatsch. Ich muss mir das mal in Ruhe überlegen. Jetzt müssen wir aber erstmal hier weitermachen. Sonst kommen wir zu nichts.
neue Linie anlegen, oder? Wäre easy peasy. Hab Abo da gelassen. Embiel, danke dir, mein Lieber. Ich würde die eine Stadt mit D0 anbinden und die andere mit 612. Mal gucken, alles klar. Reich ja, wenn in der Kopf leise fährt. Ja, okay. Nimm die Oberleitung mit raus und spann sie im Vorfeld ab. Ja, irgendwie so, genau, habe ich mir auch gedacht. Es wäre auch schöner, wenn du die feste Fahrbahn bei der SFS vor der Brücke enden lässt. Und hier hinten, du meinst vor der Stahl... Du meinst hier vor der Brücke, Luca, oder? Neue Linie RB64. Ja, bitte, die Sire. Oh, RB64. So. Easy. Ja, okay, verstehe. Cat Gaming sagt auch ja. Zwei Profis, gell? Machen wir. Die ganzen Feinheiten kommen noch, okay. Hier brauchen wir noch Fix-Signale, da haben wir noch gar nichts stehen. Die setzen wir mal gerade noch hin. Setze ich, wenn ich hier noch so ein Trapez drin habe für einen Gleiswechsel, setze ich die letzten Signale denn eigentlich vor dem Trapez oder dahinter, von hier aus gesehen? Also heißt, mit den Signalen bin ich mir dieses Mal in der Staffel auch noch gar nicht sicher. Setze ich das hier oder setze ich es tatsächlich, ja, hier... Die Frage beantworte ich mir gerade selbst, weil hier kann kein Gleiswechsel mehr passieren. Ja, okay, hat sich erledigt, die Frage. Das setzen wir dann hier. Und wir werden hier die Eingleisigkeit doch ein bisschen früher gestalten. Wir nehmen es mal zurück noch hier ein bisschen. Wir machen das bereits ab hier. Zip. Ja, und von den Signalen, wie gesagt, ich muss mir das da auch noch ein bisschen austüfteln. So richtig bin ich da dieses Mal noch nicht so mit mir selbst im Reinen. Oh, Herr Commander, Kanalmitglied. Du verrückter Hund, vielen lieben Dank, mein Lieber. Sehr lieb von dir. Ja, krass. Also freut mich auch unheimlich, dass ihr immer so heftig supportet, auch so viele Kanalmitglieder am Start sind. Herr Commander, vielen lieben Dank, mein Lieber. Große Ehre. Ich drücke dir die Daumen fürs Testchen, gell? Weißt ja Bescheid. So. Jetzt wieder. Habe ich hier oben jetzt alle gesetzt? Achso, ich muss mal die Einfahrts-Ausfahrtssignale setzen. Aber die haben wir als Wegpunkte erstmal gesetzt. Ihr wisst warum. Aber da habe ich halt auch, ich kann es nochmal kurz ansprechen, Cat Gaming und viele andere haben schon gefragt. Das sind nur die... Otto Seifer haben gefragt. Ich habe nur die falschen Signaltypen hier. Ich muss mir unbedingt neue Mods noch besorgen. Oh, auch für die Schnellfahrstrecke. Aber das kommt noch. So, wenn Herr Commander hier rein mitgliedet, bin ich erstmal komplex. Setzen wir unterwegs noch ein Signal irgendwo in die Mitte, in beide Richtungen? Sollte man, könnte man das machen? Macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Sollten wir wirklich mal zwei Züge haben? Würde das hier nicht funktionieren. Also machen wir hier noch die Signale, aber wie gesagt, als Wegpunkt. Und weil das mein einziges Hauptsignal ist, was ich derzeit habe, nehme ich das für den Moment. Ihr werdet mich wahrscheinlich eines Besseren korrigieren. Palette, moin! Was baust du, Checo? Eisenbahn, Bahnhof, Gleis, so die Richtung. Der andere Gleisstrang kann er denn zu der anderen Stadt führen? Könnten wir so machen? Sieht heute Morgen so bedürftig aus, lol. Was? Ich? Du machst mich fertig. Checo, der Bedürftige. Machen wir das jetzt noch hier? Ein Stückel, komm. So, machen wir den auch noch durch. Ich weiß, wir haben keine Zeit, gell? Lehnt euch zurück, holt euch ein Käffchen. Fahren wir schnell ab. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann vergesse ich es wieder, ich weiß es. Die Kacksteine, die sind zum Verrücktwerden. Ich werde hier nicht los.
So, wie ist das Wetter eigentlich bei euch? Hier bei uns hier, Alpenvorland, fast Alpenvorland zwischen München und Alpen. Sonne satt. Beim Müsli am Frühstückstisch hat es in meine Augen geschienen, mir geblendet. Von daher, ich weiß gar nicht, ob meine Frau gerade die Kids schon rausschiebt. Und wenn sie es nicht tut, tue ich es nach dem Stream. Wenn ich denn nicht noch schnell Mittag fertig machen muss. Ich beeil mich, Freunde. Der bedürftige Checo. So, was ist eigentlich beim Trainee los? Ich habe immer noch nicht reingeschaut. Auf seiner großen Deutschland-Map. Wollte ich eigentlich mal vorbeigucken. Aber irgendwie schaffe ich das nicht. So, haben wir das. Dann machen wir noch fix den Bahnhof ein bisschen schöner. Nicht viel. Ein ganz bisschen. Hier würde eigentlich, naja, nur ein easy peasy. Der passt da nicht mehr rein. Da müssen wir dann ein Gebäude wegreißen. Ich finde, der passt hier nicht so cool hin. Doch, der passt hier aber hin. Den machen wir hier rein. Das finde ich ausnahmsweise mal schick. Was gibt es hier unten noch einzustellen? Terminallänge. Ah, okay, interessant. Ich habe mich noch nie mit der Mod beschäftigt. Busterminal, Tram elektrifiziert. Gibt es auch einen zweiten? Boah, ich kenne die Mod so gar nicht. Die ist ja cool. Brauchen wir aber nicht einen zweiten. Keins. Mittelinsel, Platz. Tropisch, Palm, leer, Gras. Cool. Teich. Dann nehmen wir einen Teich hier, Freunde. Straße. Wir machen noch eine alte ran hier. Weil der ganze Bahnhof ja ein bisschen älter ist. Und Länge Verbindungsstraße. Auch interessant, okay. Den würde ich tatsächlich aber gleich hier vorne stellen. Coole Mod. Mir war das nicht klar, dass die so ist, wie sie ist. Machen wir wieder runter auf 10. Mittellinie, Haltestellenschild. Beleuchtung. Nimm mal alles mit. Und dann stellen wir den hier mal so ran, oder? Nicht schlecht, okay. Dann machen wir hier noch fix was fertig. Und zwar einmal ein bisschen Beton. Wir nehmen hier den mit der alten Struktur. Mit der zerrissenen Betonstruktur. Zip. Hat er jetzt die Lines hier eigentlich getroffen? Nimmt er die mit? Schon, oder? Aber ich sehe, das ist der hier. Man sieht die Treppen ein bisschen dämlich. Man könnte das jetzt noch probieren, selber schöner zu gestalten mit der Treppenmod. Würde ich vielleicht sogar später machen, aber nicht jetzt, weil die stürzt mir ab. Tatsächlich die einzige Mod, mit der ich immer wieder Probleme habe. 13a, gell? Ist die Treppenmod. Bitte Formsignale. Bei uns ist drüben in Köln, echt, ja? Sagst ein bisschen Sonne? Okay. Darf man nicht Besuch kommen, Checo? Nee, Palette, lieber. lieber nicht. Bitte. Ah, hab ich welche? Jetzt weiß ich erst, was ihr meint. Hab ich Formsignale am Start? Da würde ich dann das Vanilla nehmen, oder? Das ist noch ein Vanilla-Formsignal, glaube ich. Ich sollte mir aber die Deutschen noch reinziehen. Kann ich die auch als Wegpunkte klar machen? Nee. Dann müsste ich tatsächlich. Das ist doch nur. Es war auch ein Formsignal, aber ein Vorsignal, oder? Scheiße, ich blick's nicht. Ich nehme jetzt mal die hier für euch, wo ich aber nicht weiß, ob ich richtig liege, wenn ich sage, ich mache das so. Und ich hätte die einfach überbauen können, weiß ich auch. Vielleicht bin ich falsch, vielleicht bin ich richtig. München Sonne, genauso schaut's aus, René. Grüß Gott, Herr Nachbar. Stuttgart Wolken, ja, okay. Hat dir schon mal von deinen Abonnenten was zurückgeschenkt? Naja, Support in Form von Kommentare, Money, die Kanalmitgliedschaft kostet nochmal Kohle und. Also ja, ich bekomme genug Aufmerksamkeit von euch, ihr Lieben. Und Palette, probiert nur nicht an die Adresse was zurückschicken, wo dein Testchen ankam. Da wohne ich nicht, gell? So.
Aber von da gibt es eine Weiterleitung zu mir. Anonym. Gut. Wir machen noch schnell die hin. Ja, die bauen wir noch schnell mit dran. Aus, aus, aus. So. Und die müssten wir denn hier so noch unterbrechen. Und dann machen wir die hier weiter. Also, übrigens ein Zaun an der Bahnsteig. An der Bahnsteig, am Bahnsteig finde ich auch mal verdammt wichtig. Ich kann mir das mal gar nicht angucken, wenn die ganzen Bahnsteige ohne Zäune sind. Bei mir muss da auf jeden Fall einen Zaun ran. So. Und dann klassisch hier der hier noch mit dran. Machen wir drei? Ne, machen wir zwei, oder? So. Dann brauchen wir hier noch. Ich habe auch immer noch nicht die anderen Randsteine, die ihr mir genannt habt. Die Kollisionsrandsteine. Oder Platten. Ich muss nochmal die hier nehmen. Dass ihr die KI nicht reinbaut. So, dann haben wir's, oder? Hier vorne noch schnell. Was für den lieben Cat Gaming. Damit sein Hunger gestillt wird. Eine Pizza, oder? Oder Burritos. Ne, wir machen Pizza. Sepp. Und das soll jetzt mal auf die Schnelle schnell gewesen sein. Dann hauen wir erstmal die 612 rauf. Und da gehen wir zu unserem ersten BW. Einzeltraktion, oder? Doppeltraktion lohnt sich nicht. Warum hast du eine falsche Adresse angegeben? Naja, weil ich schon noch ein bisschen anonym bleiben möchte, so gut es noch geht. Wenn man auch kaum noch anonym sein kann, schon gar nicht, wenn ich mein Gesicht zeige und den ganzen Mist. Aber von daher, du wohnst schon in München, ich wohne nicht mehr in München, Palette, nee. Wo gibt's diese Fahrradständer? Boah, du stellst Fragen, ich weiß es nicht. Gaming! FN, moin, hallo. Ich mache das immer mit unsichtbaren Gleisen, dass die KI nicht hinbaut. Stimmt, Kid Gaming, sollte ich auch mal ausprobieren. Habe ich auch noch nicht dran gedacht. Also 612 wolltet ihr raufhämmern hier, oder? Standardlackgebung. Wir können gerade mal abstimmen. Nicht, dass ich wieder irgendeinen Mist mache. Umfrage starten. 612. Lack. Fragezeichen. Drei Löwentakt oder BW. Wer eigentlich bewegt, wäre besser, gell? Regio. Bahnland. BY. Was haben wir noch hier unten? IC. Wird wohl keiner von euch wollen, gell? Und ich krieg nicht noch eine hin. Dann machen wir. So. Schnell mal starten. In der Zeit, wo ihr noch die Antwort gibt, setze ich wenigstens noch schnell ein paar Bushaltestellen hin. In Grabau. Und muss mal kurz überlegen, wie wir überhaupt den Bus hier fahren lassen. Aber eigentlich ist es keine große Aktion. Der fährt hier hinten raus, hier einmal rum. Wird dann hier hochfahren. Oder fährt der hier rum? Wir helfen der KI gerade mal auf die Sprünge. Jo, und wenn ihr Bock habt und tatsächlich noch nicht Bescheid wisst, guckt mal, wenn ihr Bock habt, eine Checo Place Tassi Kaffee zu gewinnen, dann kommentiert gern unter dem letzten Video, was gestern hier auf unserem kleinen Kanal erschienen ist. Und am Ende dieses Streams verlosen wir noch ein, zwei Kaffeetässchen. So, den setzen wir einfach mal dahin. Alles schön symmetrisch hier, gell? Alles natürlich dann nicht so unbedingt schön baulike, was ich mache. Aber gut, muss reichen. Wie setzen wir die Buslinie fix?
Wir fahren einfach hinten durch und den updaten wir gleich noch. So. Und hier hinten, ihr kennt es. Ob das reicht? Nee, reicht natürlich nicht. Jetzt. Und dann fahren wir hinten rum. Fahren die Bahnen vorne nochmal unmittelbar am Bahnhof vorbei. Und dann wäre das hier eigentlich schon. Wo holen wir denn unseren Bus her? Ist hier in Gabeln schon Busdepot? Ja. Busse nehme ich erstmal unspektakulär. Das ist doch. Bei dem hier muss ich mal an lieben Hans Dampf denken. Ich weiß nicht warum. Diesen Minibus, diesen kleinen Kurzachser, den hat der mal irgendwie früher gefühlt recht oft verbaut. Ich weiß nicht genau. Achso, ich brauche noch eine Linie. Auf jeden Fall nehmen wir hier die Busse. Grabau. Das Quatsch, das passt. Passt. Gut. Lohnt nicht. Ich gewinne die Tasse diesmal. Okay. Einmal eine Rundfahrt. Cat Gaming, was meinst du? Hätte ich nicht aufgepasst. Von hinten durch die Brust ins Auge. Nein, ich krieg den Chat nicht richtig gelesen. Ja, ja, Luca, ich weiß, wir machen das diesmal von meinem Gedankengang her so nach Metropolregion. Also jede Metropolregion bekommt eigentlich ein Depot und halt einen späteren Güterumschlagplatz und. So. Jetzt kommen die beiden mal rauf nach, wie ist der Ort? Graber, oder? Okay, dann können die erstmal fahren und dann können wir jetzt aber gucken, welche 612 wir raufhämmern. Was ihr geschrieben habt. Der ganz normale Regio. Ja, war zu erwarten, gell? Wobei es spannend ist, dass ihr da tatsächlich... Wer wollte den IC drauf haben mit 14% Umfragen? Interessant. Okay. Jochen, meine Sonne. Grüß dich, mein Lieber. Jetzt erst gesehen. Hast schon vorher geschrieben, gell? Du hast mich schon im Augenwinkel wieder verloren. Hoffe, alles Paletti bei dir. Wie geht's, wie steht's? Wir machen DB Regio. Bist du im Dienst heute am Wochenende oder hast du frei? Und der kommt drauf auf RB64, gell? So, und hier stimmt halt noch gar nicht so viel, Freunde. Hab ich eigentlich? Ja, hab ich. Ich lese gleich mal Chat, ich mach mal kurz hier ein bisschen Spielpause. So. Jörg, danke für den Follow, mein Lieber. Große Ehre, Dank und Gruß geht raus. So, der 612 ist auf dem Weg. Da können wir mal gerade mitfahren. Kann ich mir einen Schluck Kaffee gönnen? Ah, cheers, Lieben. 140 Zuschauer fast. Ihr Verrückten. Sehr nice. Bei mir alles bestens. Nee, endlich mal ein Wochenende frei. Gönn dir, Jochen. Denn mach dir einen entspannten Tag, gell? Ah. Der Bruno wollte 612 IC. Und der MBL auch. Okay.
Eine Patenschaft für die 612 wäre noch cool. Tom, können wir machen. Ich hoffe, ich habe niemand anderes gesehen. Baureihe 612. Der Dom. Und wieder reingesetzt. Ich bin mit der 1440 Patenschaft. Orik Faust, ich habe es mir irgendwo notiert. Jetzt habe ich meine To-Do-Liste gerade nicht offen. Daniel, moin, servus. Gibt es eine Mod, bei der man die Lines einschalten kann? Baconbacher, ich weiß nicht genau, was du meinst, leider. Was meinst du? Da fehlen überall noch Oberleitungsmasten. Halt die Backen. Ich weiß, muss noch viel passieren, Freunde. Auch hier mit den Signalbrücken. Ach, und das ganze Gleisvorfeld hier. Ich glaube nicht, dass ich da schon mal drüber gerubbelt habe hier. Das ist alles noch Vanilla-Standard, glaube ich. Die Brücken noch ohne Pfeiler, nix. Ist noch viel zu machen. Ich werde auch anfangen müssen, ein bisschen was im Offscreen zu machen. Sonst wird das alles nix. Aber das wird sich schon noch fügen. Theo, moin. Grüß dich. Ich nehme als Patenschaft die 425, wie du ja schon weißt. Weiß ich, Benny. Überton. Guten Morgen, servus. Wie geht das mit der festen Fahrbahn weiter? Ja, MBL, wahrscheinlich werden wir die lassen, auch wenn ich damit nicht alle glücklich mache. Ich weiß, die Abfrage oder das Voting-Ergebnis war sehr knapp und ist am Ende für das Betonschwellengleis mit LZB-Kabel ausgefallen, aber ich glaube nur 2%, gegen 2%, also 52 zu 48. Mal gucken, ja. Achso, der Orik Fauste schreibt es gerade. Baconbacher, was du meinst? Vielleicht ist dir damit geholfen. Bin gespannt, ob ich auch eine Patenschaft bekomme. Laut gedacht. Ja, ich muss noch die Vectron raufballern, mein Lieber. Da brauchen wir wahrscheinlich einen vernünftigen Güterzug. Ich habe die auch gerade noch hier in der Staffel verdammt nochmal gar nicht aktiviert. Schande über mich. Komm, Tom. Ich merke also, du willst aber überrascht werden. Gerade Köln Hauptbahnhof gebaut. Gleisfeld ist eine Arbeit. Glaube ich dir, sag mal, Köln Hauptbahnhof, funktionieren da in der Mod jetzt alle Gleise tatsächlich, alle Bahnsteige? Ich habe beim Trainee oder so irgendwo reingeschaut und ich hätte gedacht, verstanden zu haben, dass halt eben noch nicht alle Bahnsteige funktionieren. Wie ist es? Jo, Jörg, ist schon viel Arbeit gewesen. Aber ich weiß gar nicht, ob du tatsächlich mal in den anderen Staffeln geguckt hast. Guck mal in der fünften Staffel rein oder auch in der dritten. Da steckt noch mehr Arbeit bisher drin. Hier stehen wir noch relativ am Anfang. Aber das wird sich schon alles noch entwickeln. Moin, NS Farming. Eine Zwangsbremsen-Challenge sollte ich bald wieder machen, ja. Kommt. Heute erstmal, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, noch eine Tasse zu gewinnen hier. Checo Plays, Kaffeetassen. Lasst einen Kommi unter dem letzten Video einfach da, was gestern erschienen ist hier auf unserem Kanal. Ich verlose am Ende des Streams, verlosen wir die noch schnell. Vectron nämlich sofort, beste Lok, ja. Der neue Busfahrer, moin mein Lieber. Kann ich mir auch eine Namenspatenschaft ergattern? Binky Winky, grundsätzlich ja. Wenn du was in den Videos siehst, wo noch keine Patenschaft drauf ist, schreib einfach einen Kommentar unter das Video und ich mache das auf der To-Do-Liste klar und würde es dann beim nächsten Video, wenn ich dran denke und es schaffe, organisiert bekommen, umbenennen. So, dann fahren wir noch schnell rüber zu unserem neuen Bahnhof. Also wir kommen hier an. In Gabeln, am goldenen Bahnhof sozusagen. Und ich glaube, der Luca hat es schon gesagt gehabt, gell? Gabeln, HBF, oder? Mache ich das so, da schreibe ich das aus. Kommt das HBF davor oder dahinter? Das muss mir mal Luca, CatGaming, irgendeiner sagen von euch. Und wir steigen nochmal ein in die 612 und fahren noch das letzte Stück. Jetzt schnell rüber. Train Gamer, moin mein Lieber, grüß dich. Hoffe, dir geht's gut. Der Sachsenfisch, moin. Hutus, meine Sonne, moin. Erstmal, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich mit deinem Kanal los? Ich habe letztens nach deinem Kanal gesucht, aber nicht gefunden. Du bist jetzt auf Dachtrain, oder? Mit unterwegs, kann das sein? Glückwunsch auf jeden Fall zu eurem Hauptkanal. Der ist ganz schön gewachsen. So, moin Jaco, gibt es noch eine Patenschaftmöglichkeit? Yo, Master Funky, schreib einfach einen Kommi, wenn du irgendwas siehst, wo du eine Patenschaft willst, wo noch was frei ist, ja. Wenn man ein Railjet kommt, dann ist der für mich... Okay, Herr Commander, schreib mir mal auch einen Kommi irgendwo, dann kann ich mir das richtig vermerken. Jetzt habe ich meine To-Do-Liste gerade nicht offen. Ist gebongt natürlich, Ehrensache. Jetzt sowieso einmal mehr, gell, jetzt muss ja.
gekauft, könnte man auch sagen, gekauft. Hatte auch mal die Gedanken mit Merchandise, kann mir aber nicht vorstellen, wer sich eine Train Gamer Tasse gönnen würde. Ich sagte das Train Gamer, das denke ich mir ja auch, aber hier guck in den Chat, die Leute stehen total drauf. Finde ich natürlich auch große Ehre, sehr nice. Du könntest das Ding für 49,99 bei dir auf dem Kanal wahrscheinlich vermarkten, die ganze Geschichte. Dir würden sie aus der Hand gerissen werden. Also probier es auf jeden Fall mal aus, das ist eine ganz coole Sache. Und die Tasse sieht echt nice aus. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich halt die klar gemacht habe. Aber hier auch so mit dem schwarzen Inlay und dem schwarzen Henkel. Bei dem schwarz-weißen Kanallogo, was ja bei mir recht einfach gehalten ist, passt es denn auch, ist es ganz cool. Von daher, mach mal, Trainee, hau mal eine raus. Mit trotzdem bauen kann man die Gleise in Köln Hauptbahnhof alle bauen. Okay, hat Train Gamer jedenfalls so gemacht. Okay, Luca, check. Dann werde ich das mal ausprobieren. Dahinter, okay. HBF-Vorgabeln. René sagt davor, Nico sagt dahinter, ich weiß es wieder nicht, also ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon. Vergisst du einfach auf die wichtigste Mod überhaupt? Ich komme nicht hinterher mit den Mods. Tom, ich komme wirklich nicht hinterher mit den Mods aktuell. Sag mal, haben wir jetzt eigentlich eine Idee? No, liegt eine Marsch, aber heute gibt's... Was? Noch liegt eine Menge, aber heute gibt's Plus Grade. Achso, ihr seid beim Schneethema, gell? Ja, hier liegt auch schon Schnee seit Ewigkeiten. Der taut noch nicht weg. Gestern Nacht waren es minus 13 Grad. Weiß einer von euch, wie wir den Zug hier bis nach hinten fahren lassen können, wenn wir keinen klassischen Kopfbahnhof haben? Gibt es da irgendeine Mod für? Nee, ne? Müsste ich schon hier hinten irgendwas reinstellen wahrscheinlich. Ich habe übrigens Zaun vergessen. Dann setzen wir den mal nach. So, jetzt passt es. Gut. Haben wir das? Dann läuft der erstmal. Fahrgäste. Zwei hier. 20 da sogar. Interessant. Kommt immer gut an. Mach mal, genau. Ich würde welche kaufen und euch beiden sogar. Ist halt was Besonderes. Morgen, Jacko. Das beste Frühstück werden sehen. Leider zu spät dran. Reinhold, mein Lieber. Schönen guten Morgen. Hoffe, du hast gut genächtigt. Passt schon, gönn den Kaffee und dann lehn dich zurück, gell? Was habt ihr bisher so gemacht? Ja, hier die eingleisige Holzschwellen-Nebenstrecke gebaut. Und macht die Gleise zur Straße hinzu. Mit was? Mit ein bisschen Mauer oder so, gell, Jengott? Eigentlich würde sich irgendwas Helles anbieten, so zum Bahnsteig passend. Wahrscheinlich wird das hier zu hell sein, aber ich würde es trotzdem probieren wollen. Pop, 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 pop. So vielleicht? Soll passen, gell? Gut. Dann schmeißen wir wahrscheinlich noch einen Zug auf. Wir gucken mal gerade. Also Zug IC94. Der ist tatsächlich... relativ gut gebucht, von den Finanzen her passt es. Wir können gerade nochmal die Station fix abfahren, dass wir sicher gehen, dass wir hier noch einen raufhämmern können. Deuner, okay. Neustadt, okay. Wisst ihr was, wir machen das nicht, wir machen das anders. Ulm, okay. Wir verlängern jetzt noch den IC 501 erstmal. Das können wir jetzt machen. Und dann gönnen wir den noch eine neue Garnitur, der ist ja bisher nur einzig und allein mit dem IC3, Baureihe 403 unterwegs. Linie verwalten, den verlängern wir mal durch jetzt bis Gabeln. Und dann zurück nach Neustadt. Ja, oder so. Sieht gut aus. Check. Jengott. Schicke Dieselstrecke. Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Dennis? Ein bisschen einfach gehalten, die ganze Geschichte hier gerade, gell?
So, kurz gucken, ob hier noch alles läuft. Hier passt alles. Wann kommt Duisburg dran? Ach, hier selbst im Training, gell? So, hier wechseln wir auch nochmal. Dead Lies. Nehmen wir das Äußerste. Ich meine, auf lange Sicht wird er da weiter noch durchfahren. Könnte man eigentlich nehmen, gell? Dann sollte der nur hier richtig wieder zurückfahren. Ich habe ja noch keine Signale gesetzt im Eifer des Gefechts, auch im letzten Video. Das müssten wir jetzt noch schnell machen. Und ich weiß nicht, ob der liebe Cat Gaming oder irgendeiner schon getan hat. Cat Gaming, wenn du Bock hast, schick mir gerne nochmal den Link zur richtigen Mod für die Signale der Schnellfahrstrecke. Wahrscheinlich hast du das schon gemacht oder irgendeiner. Die brauche ich noch, sonst geht dir gar nichts. Solange arbeiten wir erstmal mit den Standardgleisen, ach, mit den Standardsignalen, verdammte Axt. Aber das Thema Signale, da wird es einen separaten Stream wahrscheinlich für geben. Da werden wir das im Grundsatz nochmal ordentlich überarbeiten. Und Signalabstandslänge, ich habe es auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Wie viel hatten wir genommen hier bei der SFS? Wie viel Meter? Shit, ich muss mal messen. Boah, ich weiß gar nichts mehr. Was haben wir hier genommen? Von hier nach hier sind ungefähr 750 Meter. Dann haben wir 750, 800 Meter genommen, gell? Okay. 700. 57. 57. 57. Check. Tobi, was ist los mit dir? Hast du wieder nicht aufgepasst? Späßchen. Aber 57, verstanden. Schön, dass ihr im Bilde seid. Also, dann setze ich hier nochmal rüber. Und dann nehmen wir hier 57. Dass du nicht schneller wächst, verstehe ich einfach nicht. Och, Trainee. Es ist halt letztlich, du weißt das mindestens genauso gut wie ich, gell? Es ist halt eine Nische. Und, warte mal. Und, ich schaffe halt bei Weitem auch gar nicht so viel Content in dieser Nische rauszuhauen wie du zum Beispiel. Und von daher wird das alles ein Weilchen dauern, wenn es denn überhaupt klappt. Irgendwann denke ich mir mal, irgendwann müssen doch alle da sein, die es interessiert. Irgendwann kann doch keiner mehr kommen, der noch Bock hat, weil denn alle schon am Start sind. So, setzen wir das hier rein. Aber am Ende kommt es ja sowieso, wie es kommt. Ich werde weder leben noch sterben davon, wie groß der Kanal hier ist, gell? Aber ich mache keinen Hehl drum. Spaß macht es allemal, natürlich einen gewissen Kanalwachstum zu generieren. Mir war das dazu mal, wo ich angefangen habe, gar nicht bewusst. Und es war 100% nicht das Ziel, hier irgendwie hängen zu bleiben wegen Kanalwachstum, aber es ist eine super coole Geschichte. So, 61 Meter, die packen wir jetzt noch drauf. Also sind 57, ungefähr 800 Meter. Wir haben es gleich, Freunde. So eine Nische ist das gar nicht. 1 Million verkaufte Einheiten von TPF2. Sind das schon 1 Million? Ich habe das nicht auf dem Schirm. 1 Million? Ja, wenn das so ist. Wenn das so ist, dann werde ich mit Mike. Moin, Mike! Mit Mike, Herr Commander und allen anderen doch noch stinkreich werden. Naja, aber tatsächlich, ich will mal gucken, ob ich meine Hardware zeitnah ist gut, irgendwann in diesem Jahr auch mal wieder durchwechsel. Der Gaming-Laptop ist noch gar nicht so alt, aber ich bin nicht so richtig zufrieden. Mal gucken, ob ich da noch mal ein bisschen was ändern werde. Zip. Klein und gemein. Du oder ich, oder wer? Sir Ramsek, danke für den Follow, mein Lieber. Danke für dein Abo. Beste Grüße gehen raus. Schönen Sonntag euch, gell? So, und wenn es danach geht, übrigens, ja, ein Käffchen in Kassel steht ja auch immer noch aus. Irgendwann komme ich auch mal bei dir vorbei, Train Gamer. Dann frage ich, ob du Bock hast. Nur ich komme zur Zeit auch so wenig zum Reisen. Es war schon mal alles besser. Ich wollte auch schon ewig in die Schweiz mal zum Remo und zum guten alten. Wie heißt er denn gleich?
unser Schweizer Schönbauexperte, jetzt komme ich nicht mal mehr auf den Namen, verdammte Axt, aus Luzern, den wollte ich unbedingt mal besuchen, aber ich komme zurzeit einfach nicht dazu, mich mal vernünftig ins Auto zu setzen und alles abzufahren, worauf ich eigentlich Bock habe. Irgendwie ist gerade zu viel Arbeit im Real-Life-Business immer noch am Start, als dass ich das schaffe. Oder es ist immer irgendwas. Irgendeiner ist immer krank hier bei der Family. So, wir haben es gleich, Freunde. Verdammt nochmal. 57. Immerhin war ich beim Tom schon auf der Lok, gell? Das war natürlich auch schon cool. Du, Checo. Otto, moin, mein Lieber. Ein Sheriff ist da. Sehr gut. So, dann sollte sich das knapp ausgehen. Bis hierhin. Perfekte. Das brauchen wir nicht. Das haben wir. Gut, dann hätten wir das. Jetzt checken wir nochmal die Linie ab. Die setzt sich oder legt sich jetzt auch richtig. Ein Hinweis, ein Signal unten im Weichenbereich steht falsch. Das gehört eigentlich vor der Weiche. Sonst steht der Zug auf der Weiche und blockiert den Zug. Aber wo meinst du, Jochen? Shit, kriege ich das jetzt noch auf die Schnelle hin? Das hier, oder? Kann es sein, dass du das meinst? Ich weiß sogar nicht, warum das hier steht. Das muss auf jeden Fall weg. Bist immer willkommen, Checo. Das haben wir gleich. Ihr müsst alle halt mal fleißig einen Kanalmitglied machen fürs große Geld. Und dann kann der Checo das hauptberuflich machen. Ja, das wird wohl nicht funktionieren. Was hat jetzt die Umfrage zu den Gleisen der Schnellfahrstrecke ergeben? Mann, Otto, nicht immer mit dem Finger in die Wunde. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Du kannst ja selbst mal schnell rübergehen gucken. Aber ich glaube, das Voting war lange Zeit für die feste Fahrbahn mit 52-48% und ist dann zum Schluss geswitcht zugunsten der Betonschwelle mit LZB-Kabel. Wir hämmern jetzt den nächsten ICE rauf, Freunde. Der wird jetzt kommen. Den lassen wir aber in Richtung... In welche Richtung lassen wir den rausfahren? Wahrscheinlich in die Richtung, weil zur anderen Richtung kommt der nicht richtig rauf. Das machen wir dann auch hier. Und bevor wir das machen, machen wir noch eine Umfrage. Und zwar, da musst du schon 100.000 plus Abos haben, damit man das hauptberuflich machen kann. Ja, Umfrage starten. Selbst dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich nur ungern von solchen Plattformen wie Google und Co. alias YouTube abhängig machen. Da hätte ich schon so ein bisschen schlechtes Schlafen vor mir. Genau, welcher ICE? Ich mache das gerade mal ganz einfach. Wir machen einfach ICE 1. ICE 2, Doppeltraktion. Oh, falsch geschrieben. Oder ICE 4. Ich glaube, das wird reichen, oder? Nightjet machen wir auf die Intercity-Strecke später rauf. Jane Gott. Kommt aber auch noch. Finde ich auch sehr, sehr geil. ICE 1 oder ICE T. Den T habe ich jetzt vergessen. Vielleicht kriegen wir das so hin. Wird schon. Spätestens bei Transport Fever 3. Jetzt habe ich den Faden wieder vergessen. Flixtrain. Den Flixtrain habe ich noch nicht. Den muss ich mir auch mal ziehen. Wenn es der IC2 wird. Astoro. Bin der Einzige, der ein Problem mit der Mod-Werkstatt hat. Mods sind aktiv, aber benutzen kann ich sie nicht leider. Boah. El Prisa. Bei mir funktioniert alles aus der Mod-Werkstatt. Und das sind wirklich grundsätzlich mal sehr qualitativ hochwertige Mods, die aus der Mod-Werkstatt kommen. Ich weiß nicht, was vielleicht bei dir los ist tatsächlich. Am Betriebswerk ist auch noch ein Signal falsch. Ist das so? Master Funky, da haben wir, glaube ich, schon... Da ist schon... Warte mal. Wir müssen mal gucken, was überhaupt wird. Ihr wollt alle einen ICE4 haben? Dann nehmen wir die Master Funky halt, was soll's. Also TPF2 hat mein Kanal damals einen riesen Push gegeben. Wenn TPF3 kommt, wird das richtig reinhauen, auch bei Checo.
Na, da bin ich gespannt. Jetzt muss ja erstmal vor allem TPF 3 kommen. Das ist ja so eine never-ending Diskussion, muss ich auch sagen, ob TPF 3 wirklich nötig ist oder nicht. Ich habe mich so auf Cities Skylines 2 gefreut, bin aber am Ende doch auch nicht so richtig zufrieden, auch wenn ich immer gesagt habe, das passt schon alles. Also, und Transport Fever 3, ich wüsste nicht wirklich, was für Verbesserungen so maßgeblich kommen sollen. Irgendwie Transport Fever 2 bietet für mich wirklich fast alles, außer Multiplayer. Ich habe halt Bock auf Multiplayer, aber ansonsten, ich weiß nicht, ja. Stimmt, Cat Gaming, das können wir machen gleich. Gut, also IC4 rauf, danke für eure Teilnahme. Und wenn noch nicht geschehen, lasst gern einen Like da, ihr Lieben, und drückt euren Abo-Button. Ja, auf jeden Fall IC4. Machen wir auf jeden Fall jetzt. Und den nennen wir Master Funky, gell? So war's gewesen. Tut mir leid, wenn ich irgendwas anderes übersehen habe. Ich krieg den Chat nicht mehr gerade so richtig verfolgt. Ihr werdet schon alle noch drankommen. Das kriegen wir schon noch hin. Siebenteilig. Wir nehmen erstmal nur einen Siebenteiler. Die können wir später noch hochkorrigieren. Ja, und wir nehmen den Klimaschützer, habe ich Bock drauf. Und wir nehmen uns ein bisschen Money mit, gell? Da sind wir im Thema. Wenn YouTube nichts abschmeißt, dann müssen wir halt hier cheaten. Volle Lotte. So, jetzt haben wir wieder genug. Kaufen. Und der kommt dann rauf auf ICE 501. Zip. Und warte mal, ich warte mal schnell erst gucken. BR 412. Was habe ich, wie hieß es jetzt? Verdammt nochmal, Master Funky, oder? Wo ist er? Wenn ich ändere ich das gleich nochmal. Wenn ich ihn irgendwo sehe. So. Doch, TPF 3 wird Tag-Nacht-Wetter, eventuell Multiplayer, größere Maps haben. Ja, okay. Also, wie gesagt, ich wünsche mir nur eins, ich wünsche mir Multiplayer. Wirklich, viel mehr bräuchte ich nicht. Ich habe so Bock auf einen Multiplayer. Stell dir mal vor, Trainy, wir könnten eine Schönbaukarte auf Lebenszeit spielen. Einfach so, wenn wir mal Bock haben. Beide dieselben Mods, synchronisiert, und wir spielen einfach dann, wenn wir mal Bock haben. Lassen das Ding über 2 Jahre laufen. Was würde das für eine krasse Map werden, ja? Von mir aus sogar im Dreier gespannt, wenn man 3 Leute findet, die an einer Karte schön bauen könnten. Das wäre so. Und auch mal Wirtschaftssimulation, wirklich so ein Battle im Multiplayer in Transport Fever 2, weil ich halt die Wirtschaftssimulations-Battles in damals in Open Transport Fever, was war das? Open Transport Tycoon Deluxe auch schon nice fand. Das wäre so ein Traum. Also dafür wäre ich auch richtig bereit, Kohle zu zahlen für einen Multiplayer. Ich würde mich komplett wegsperren. Da würde meine Familie erstmal sagen, wo ist der Chico? Wo ist der Chico? Der zockt. Das wäre schon nice. TPF 3 wird eine neue Engine haben. Das Performance-Desaster können sie sich nicht nochmal leisten. Naja, ich weiß nicht, Train Gamer. Das sehe ich tatsächlich anders. Ich sehe die Gefahr relativ groß. Du siehst es ja bei City Skylines. Das ist halt... Der Kostendruck ist halt auch extrem groß. Ich glaube nicht, dass es in der Schweiz... Jetzt habe ich wieder vergessen, Winterthur oder? Es war nicht in Winterthur. Dass da wirklich die Millionäre draus ersprießen, entstehen, weil die Leute einfach 1 Million Mal Transport Viva 2 gekauft haben. Der Kostendruck wird extrem groß sein und wie immer eigentlich mittlerweile überall auf der Welt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es so performancemäßig auch wieder problematisch werden kann. Schaffhausen, danke euch. Ich werde es nie lernen. Guck, Call of Duty. Die leisten sich ja 10 Jahren die gleiche Kacke. Ja, zum Beispiel. Master Funky, habe ich das jetzt richtig geschrieben? Master Funky, jo. Hi, bin wieder da. Frühstück gegessen. Check. Wir fahren jetzt gerade mit dem auch nochmal. Ach nee, erst noch Fleißarbeit schnell. Aber hier ist Parallelfahrt. Die brauchen wir schnell. Zip. Und dann müssen wir noch, der Cat Gaming hat schon gesagt, noch fix das goldene Plateau am Gabelner Hauptbahnhof ein bisschen wegmachen. So, hier ist übrigens noch gar nichts gemacht. Schnellfahrstrecke noch absolut blanko. Oberleitungsmasten fehlen noch links.
hier muss noch viel, 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 viel passieren. So. Aber nice, oder? I like. Warte, wir machen nochmal schnell. Müssen wir nochmal so machen. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Sonntag. Nichts vor, nichts zu tun. Sick, sick, sick. Zip, 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 zip. Ja, bis hier. Den machen wir auf 13. Den machen wir so, 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 so. Beste Spielfreunde auf jeden Fall. Total geil. Wie schön ist mein Kopf davor, gell? Ihr seht den gar nicht. Shit, ihr seht den gar nicht. Meine Rübe davor. Nein, aber jetzt kommt er. TBF 3 mit Multiplayer. Kannst du ja aber nicht mit UG vergleichen. Ja, wer hat das gemacht? War ich das? Hoffe nicht. Aber ja, da bin ich auch bei dir. Das ist mir schon klar. Aber einmal mehr der Grund, dass ich der Meinung bin, ja, ich weiß, was du meinst, die können sich das nicht leisten. Wir werden einfach sehen. Ja, ich will ja gar nicht, ich will ja gar nichts Böses vom Himmel schwören, absolut nicht. Ich wünsche uns allen nur das Beste. Ich bin überhaupt gespannt. Transport Fever 3, ob, wann und was da passiert. Und tatsächlich hätte ich dann aber auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich dazu doll gegenüber oder freue gegenüber all den Moddern, die so viel Zeit investiert haben in Transport Fever 2. Und da jetzt wieder Gas geben müssen. Ich meine, es gilt für uns Content Creator natürlich auch. Auch die ganzen, die Map der fünften Staffel, die Schönbau-Map. Aber irgendwie hätte ich ein schlechtes Gewissen den Moddern gegenüber. Aber ich glaube, nichts ist beständiger als die Veränderung, gell? Cat Gaming, du meinst hier, den Steg meinst du, gell? Der goldene, der hier noch ist. Oder meintest du einen anderen? Den ändern wir noch schnell weg. Trainy, wie findest du die goldene? Den goldenen Bahnhof. Der ist ganz spannend. Habe ich auch noch nicht gewusst, dass man ihn so in Gold bauen kann. Hier war das. Boah, und ich besitze weiterhin noch extrem alte Mods, gell? Alles nichts mehr abgedatet, hat mir der Benny und so letztens auch gesagt. Ich müsste eigentlich meine ganzen Mods noch updaten mal. Aber ich komme da nicht zu, Freunde. Ich komme da nicht zu. So, so passt es. Cat Gaming, jo, alles klar. Ich wundere mich auch immer wieder, wie ihr das immer alles auf dem Schirm habt. Dass ihr das so alles raus aus dem Video seht. Ich meine, dass wenn ich hier in-game unterwegs bin, ist es ja noch was anderes. Warte mal. So, jetzt. Boah, das ist aber schwer zu erkennen. So. So. Bei TSB ist es für mich nur eine Geldmacherei. Hm, ja. Wichtiges Telefonat. Was los, Jan Philipp? Wie es wird? Flügeln und umspannen wäre echt toll. Flügeln und umspannen? Du sprichst so von Rangiervorgängen, oder? Naja, UG muss auch Geld verdienen und das schaffen nicht mit kostenlosen Updates. Ja, absolut nicht, ja. Geld regiert die Welt, meine Freunde, so ist es eben. So, jetzt müssen wir hier auf dem letzten Futzel noch so ein Kackding hinbauen. Fertig. Übrigens, der Bahnhof hat auch noch unheimlich viel Schönbaupotenzial, gell? Hat irgendwie letztens schon einer in die Kommentare geschrieben. Der ist hier jetzt noch recht blanko, so wie er hier steht. Aber da geht noch einiges, sage ich euch. Das wird bestimmt richtig cool. Check 150 Leute gucken zu. Große Ehre, meine Lieben. Grüße gehen raus an alle, die nichts Besseres zu tun haben, als beim Checko reinzuschauen. Sehr, sehr cool. Jetzt habe ich einen Trainee gefragt, wie er die goldene, den goldenen Bahnhof findet. Ich habe mal wieder nichts gelesen. Wahrscheinlich wieder überlesen. Train Gamer Checko und Kante zockt, das wird bestimmt die verrückteste Wirtschafts-TPF-Staffel von allen. Das wäre krass, oder Henrik? Boah, gegen Kante würde ich so ablosen. Der wird mich so im Rhythm, der wird mich so eiskalt stehen lassen. Da würde gar nichts mehr gehen. Guck mal, jetzt sind die doch wieder fast genauso schnell. Keiner weiß warum, ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, hier passt noch ziemlich viel gar nicht. Naja. So ist das also. So, wir machen gerade nochmal eine Mitfahrt.
auch wenn ich mir die eigentlich mal für ein Video aufheben wollte. Eine Mitfahrt im Video ist immer so schön einfach, das ist immer so schön schnell gemacht. Aber wir donnern das Ding mal runter, gell? Und tatsächlich nochmal, wenn ihr Bock habt, eine Jacko Place Kaffeetasse zu gewinnen, bleibt gerne noch am Start. Oder, ach, bleibt am Start. Macht's einen Kommi und das letzte Video hier auf unserem Kanal. Lasst einen Kommi da anhand der Kommentare aus dem letzten, unter dem letzten Video von auf diesem Kanal von gestern. Verlosen wir am Ende des Streams die Jacko Place Kaffeetassen. Mir fehlen mal wieder die richtigen Worte hier. So, ich hab beide Kaffees fast ausgetrunken, Freunde. Was ist hier los? Wie lange hast du überhaupt vor, noch zu streamen? Keine Ahnung. Kunde, moin. Ich mag kein Gold. Wirkt immer so, nun ja, seltsam. Oh. Da sind wir wieder im Thema. Geschmäcker? Okay. Nix für Trainee. Hans Dampf kann aber kein Wissen. Aber Transport Fever einfach Multiplayer. Mein größter Traum, ich sag's mal wieder. Mike, Kuss auf die Nuss, gell? Danke dir, mein Lieber. So, bitte auch Hans Dampf. Der ist doch auch cool. Ja, der ist auch cool. Allemal, ja. Er meint zum Beispiel eine Doppeltraktion, 612, die zwei Halter zusammenfährt und dann geteilt wird. Achso, gut, dass du schreibst, NS Farming. Danke der Info. Das wäre natürlich auch geil. Ihr wollt gleich immer alles, gell? Das sind ja extravagante Wünsche. Da ging es ja mein Multiplayer-Wunsch noch easy. Oder eben auch nicht. So, also, wir schwingen uns hier mal rein und fahren mal gerade zurück. Sonst komme ich mit dem Chat sowieso nicht hinterher. Die Oberleitungsmasten könnte man mal setzen. Ich weiß doch, Cat Gaming, Alter! Mach mich fix und fertig. Nö, will eine Trainee-Tasse in Gold. Transport Gamer, danke dir. Große Ehre, Grüße gehen raus. Wird es deine Map wieder zum Download geben? Bei der hier, die muss ich jetzt erstmal noch blanko rausbringen. Ich hoffe, dass ich das bis morgen mal endlich auf die Beine gestellt habe. Jacko Place und Train Gamer Tasse nehme ich. Dein Wunsch sei mir zumindest. Wie geht's weiter? Hab's vergessen. Jacko, Trunkgleise unterm Bahnhof in Gabeln. Ja, Jack, ich weiß. Sollte auch noch kommen, gell, Tobi? Aber dafür schön bauen, macht er mit Geschichten erzählen. Ja, absolut, ja. Wie geht's der Familie? Ich hoffe, alles gut. Ich höre die gerade gar nicht. Ich hoffe, die sind schon draußen im Schnee. Aber sollte alles passen soweit. Alle wohl auf. Keiner Corona, keiner Fieber, keiner Husten, keiner krank. Es läuft. Und das um die Winterzeit. Man will es kaum glauben. Wann gibt's Jacko-Bettwäsche? In schwarz-weiß? Frag das dreimal und ich mach dir welche, mein Lieber. Dein Wunsch sei mir Befehl, so ist es. Danke dir. Jacko-Bettwäsche. Eider. Ihr schlaft wohl alle schlecht, oder? Was ist da los? Bei Jacko dauert das immer etwas länger mit den Downloads. Ja, ich komme halt nicht hinterher, Freunde. Das ist halt... Ich weiß gar nicht, wo der Train-Gamer... Trainee, wo nimmst denn du dir immer deine Zeit her? Wo nimmst du dir deine Zeit her? Ich habe keine Ahnung, ja. Ich zocke es auch gerne. Kann ich verstehen. To Gained. Train Gamer hatte doch mal so eine Art Multiplayer-Projekt. Ja, da gab es schon einige, die das in irgendeiner Art und Weise probiert haben darzustellen. Ich weiß gar nicht, was der Trainee schon gemacht hatte. Alles, was ich bisher gesehen habe, war natürlich ein großes Arrangement. Wo ich sage so... Jacko-Bettwäsche bitte. Jacko-Bettwäsche. Bettwäsche mit Bild. Mit Bild. Von was? Vom Kanallogo? Nico, oder was meinst du? Warum fährt der IC160? Der kommt hier einfach nicht schneller auf Touren. Wir haben hier noch zu kurze Strecken. Vom Bahnhof zu Bahnhof. Die Radien sind auf 300 ausgelegt. Das passt. Wir werden aber in südliche Richtung, also hinter Gabeln, wo es jetzt noch nicht weitergeht, da werden wir hoffentlich voll ausfahren. Da werden wir uns auch von der Haupttangente denn so abtrennen, dass wir diese Schnellfahrstrecke nicht immer nur parallel zur Haupttangente laufen lassen werden. Wann kommen Jacko Place T-Shirts? Ja, das wäre easy. Jeden Abend 1 bis 2 Stunden. Ja, krass. Okay. Warum fährt der IC160? Achso. Jetzt ist er schon schneller. 200. Aber jetzt bremst er halt ab, geht zum nächsten Bahnhof. Du weißt, wenn es die Bettwäsche gibt, dann folgt die Unterwäsche.
Wir sollten das Thema wechseln, Freunde. Wie kommst du eigentlich die TSW-Strecken? Weil kaufen tust du die ja nicht, also zum die Bernie. Tatsächlich, ich habe bisher fast alles gekauft. Nur die Berliner Linie jetzt nicht. Und was war da davor? Was war denn das davor? Die Maintalbahn, gell? Die sind auf mich zugekommen tatsächlich. Ich habe gar nichts gemacht. Wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, irgendwas dahingehend zu tun, mal irgendwo nachzufragen, anzuklopfen. Habe ich bisher auch noch nie gemacht. Von daher, tatsächlich sind die über eine Agentur auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich Bock habe, das zu machen. Und ich mache das eigentlich nur aktuell für TikTok. Aber ja, nutzt das natürlich jetzt auch für YouTube. So, noch Fragen? Kurt Buller, mit deinem Gesicht drauf. Ha, die macht mich so fertig. Wettwischen mit Wild. Ja, Wettwischen mit Wild, ist mir schon klar. Deine Interaktion mit dem Chat ist fantastisch. Check, mein Lieber. Du solltest mir aufmerksam kriegen, wenn mich jetzt das Spiel interessieren würde. Ah! Ja, aber wie gesagt, das ist ja denn, wir quatschen immer ewig rum und dann läuft es im Spiel nicht weiter, weil wir nicht vorankommen. Geld ist immer so eine Sache. Ob nur Chat oder nur Gaming und beides ist echt schwer, wirklich. Aber trotzdem, vielen Dank für dein Feedback, mein Lieber. Ich bin auch Transportier 2, ich benutze deine Tipps auch von Trainy. Ja, der Trainy haut auch vernünftige Tutorials raus, da könnt ihr euch schon was abschauen, gell? Da war das Signal, dass der Zug auf der Weiche stehen bleibt. Shit! Der Gengot schreibt lange nichts und dann aber nur das Wichtigste. Ich habe wieder nicht aufgepasst, Gengot. Auf der Schnellfahrstrecke? Das hier meinst du, was ich jetzt gerade gesetzt habe? Aber wir können es noch versetzen auf jeden Fall. Das habe ich ja eben live gesetzt, gell? Da seht ihr mal, ich denke mir halt gar nichts bei, wenn ich das setze. Dann setze ich es halt hier hin. Durchrutschweg und so. Da gecken wir drauf. Hab dich im Ambassador-Discord noch gar nicht gesehen. Was ist denn der Ambassador-Discord, Mann? Was ist denn das schon wieder? Trainee. Der alte TikToker. Wir wollen Tanzvideos von dir. Herz 5, meine Freunde. Herz 5. Wer für einen Fanshop von Checo? Trainy, Archie, Hans Dampf, Space Monkey, SM1, Handtücher, Bettwäsche, Kugelschreiber, Shirts, Tassen und so weiter. Ja, klar. Lass uns mal weiterspielen. Der Ding hat da was gesagt, was wir machen sollten. Aber Oberleitungsmasten jetzt setzen wir. Quatsch, wie lange haben wir überhaupt noch? Viel Zeit habe ich gar nicht mehr tatsächlich so langsam. Auf die Frage, wie lange der Stream geht. Oberleitungsmasten? Nee, lass das mal nicht machen. Wir können gerade noch mal gucken, wie sich der IC94 entwickelt. Ansonsten hauen wir einfach noch eine Garnitur auf jeden Fall rauf. Auf jeden Fall sehr amüsant heute Morgen mit euch. IC94. Tja, jetzt steigen nämlich die Fahrgäste alle erstmal auf dem ICE 501 um, weil der jetzt schön durchrasselt. Da haben die eher Bock drauf mitzufahren. Wisst ihr was? Ich mache noch eine kleine Fleißaufgabe. Ne, machen wir auch nicht. Wir könnten hinten schon anfangen, den Güterbahnhof zu setzen, aber da müsste ich mir eigentlich erst das komplette Konzept überlegen, wie wir das machen. Das fällt mir auf die Schnelle auch nicht so ein. Boah, was machen wir denn jetzt noch fix? Kleine Geschichte noch irgendwas? Kurz nochmal gucken. Na, der Discord für Partner von... Ah, okay. Muss ich mich mal beschäftigen. Jochen sagt genau das. Sehr gut. Unter uns Adblocker hilft, ja. Bin übrigens die ganze Zeit nebenbei am Modelbahn fahren, deswegen nicht viel am Schreiben. Passt schon. Schick mal ein paar Fotos von deiner Modellbahn. Robelio auf Discord. Ein Kanal ohne Sinn. Servus, mein Lieber. Was machen wir jetzt noch auf die Schnelle? Valero, lebe doch auf ICE. Du schaffst gerade, dass ich ein Bahnspiel anschaue. Wahnsinn. Guckst du sonst nicht so? Auf der IC-Linie sind noch keine Signalbrücken, aber schwebende Signale. Ja, da haben wir noch gar nichts. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen noch ein bisschen Fleißarbeit. Okay, wir suchen uns mal einen Bahnhof, wo so noch gar nichts passt. Vielleicht den hier. Und da ist auch die Frage, Deuna, ich habe wirklich wieder Schimpfe bekommen, dass ich das hier so mache, wie ich es gemacht habe, dass ich das so auslaufen lasse.
Denn eigentlich gehört sich das gar nicht. Du brauchst immer so ein Sicherheitsgleis. Mir fehlt der Fachbegriff wieder. Von daher pausieren wir mal das Game und korrigieren das mal gerade. Auch wenn ich das nicht schlecht fand, aber irgendwie war das falsch. Wir machen das mal schnell richtig. Also erstmal. Wie kriege ich denn die Signalbrücken weg hier? Das korrigieren wir mal gerade. So, Gleise und wir brauchen andere Musik. Ich brauche unbedingt neue Musik, Freunde. So geht's gar nicht mehr klar. Nikolas, hallo mein Lieber. Grüße gehen raus. Schönen Sonntag dir. So, geht gleich Mittagessen. Bei dir bitten. Trainee, mach's gut, mein Lieber. Danke, dass du reingeschaltet hast. Wenn du Bock hast, wir sollten mal wieder talken via Discord. Wir können uns ja mal connecten. Vielleicht schaffen wir das ja mal in den Stream. Gerne bei dir oder bei mir im Stream. Mir eigentlich Boogie. Aber wenn du mal Bock hast auf eine Runde Schwobeln am Sonntag oder so, sag mal Bescheid, schreib mir gerne mal. Wenn du Lust hast, können wir uns mal austauschen. So, jetzt sind die hier halbwegs gleich lang. Hätte ich auch anders machen können, gell? Und dann setzen wir hier. Machen wir hinter der Brücke. Auf die 160. Ich muss das auch noch ändern. Ihr habt schon gesagt, die 160 reichen gar nicht aus. Da habt ihr vollkommen recht. Ich muss mir da auch nochmal ausdenken, welche Gleise ich stattdessen mache, ja. Das Sicherheitsgleis, das du meinst, nennt man Flankenschutz. Verdammte Axt, so ist es. Genau, danke. Wir können doch die Regionalbahn 87 zu S2 umbenennen und den Mireo der S-Bahn Rhein-Neckar draufsetzen. Okay, können wir gleich noch machen. Einen schönen Sonntag noch. Auch dir, Checo. Mike, meine Sonne, mach's gut, mein Lieber. Komm gut durch den Sonntag, genau. Original saure Eier. Mmh, lecker. Die gab's tatsächlich bei mir mal von meinem Papa. Glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber bei uns zu Hause gibt's sonst gar keine sauren Eier. Was ich auch nicht check, Freunde, warum setzt der jetzt manchmal warum setzt er jetzt manchmal die weichen Motoren, manchmal aber eben auch nicht? Ich habe es noch nicht verstanden, wo das Problem ist. So. Dann tauschen wir das hier mal in Gänze aus. Einmal halt durchjubeln. Hier nochmal hier rein. Zip. Ach shit, ich habe schon wieder Quatsch gemacht. Ich weiß gar nicht, was los ist heute mit mir. Vielleicht bin ich ein bisschen zu träge heute Morgen. Wir brauchen ja die Gleise natürlich, Zip, aber mit Oberleitung. Habe ich jetzt alle ohne gemacht. Mann. So, jetzt passt das. Jetzt passt das, jetzt passt das, das. Und das, jetzt passt das erstmal. Und dann setzen wir schon mal die Prellburg hier hin. Fährt der Vectron schon auf der Karte? Nee, noch gar nicht. Kannst du mal FA bei Discord annehmen? Palette kann ich später machen. Ich teste gerade meine neue Lok auf meiner Modellbahn. Eisenbahn und mehr, schickt mal Fotos auf Discord. Mag ich unheimlich, von euch ein bisschen Modelleisenbahnfotos zu kassieren auf Discord. Was meint ihr? Jengott, was fehlt?
Fangamer hat gerade ein Video geladen. Läuft, Cenk, sowas gibt es schon mal. Original im Speck und, mit Speck und Essigzucker, beziehungsweise Mehlschwitze, ja genau. Ja, Master Fungi, check. Ich kam nicht auf Flankenschutz, okay. Wenn ich nicht der einzige Dösbattle bin, umso besser. Hier haben wir auch das Problem, ich kriege die Signale erst dann richtig hin, wenn ich tatsächlich noch wahrscheinlich neue Mods habe. Wir können sie aber gerade noch mal bestmöglich korrigieren. Und zwar machen wir das wie folgt. Die kommen noch mal weg. Und wir machen das. Muss kurz überlegen. Wir machen das mit den Wegpunktsignalen. Und da muss ich hier leider, wenn wir es dann schon jetzt hier richtig machen, dann muss ich die hier nehmen. Aber das ist ein Vorsignal, oder? Oder bin ich falsch? Hä, was ist denn hier überhaupt noch drauf? Wieso zeigt der hier einen Pfeil an? Achso, das Signal ist noch am Start. Jetzt, Sepp. Sepp. Und die machen wir tatsächlich auf beide Seiten, einfach der Vollständigkeit halber. Man weiß nie, wofür das mal gut ist. Aber auf der rechten Seite machen wir das ohne Signalbrücke. Da können wir die ja normal setzen. Sowas, genau. Heißt, wir machen hier. Ja, V-Sig ist Vorsignal, gell? Mir fehlt hier einfach das Richtige. So hier. Und wenn ich hier vorne noch ein Signal hin haben möchte, boah, dann ist es aber auch ein bisschen bescheiden, wie wir das hier hinstellen. Wie machen wir das? Machen wir das mit dicker Signalbrücke? Wir brauchen eigentlich nur hier so ein Signal. Was findet ihr besser? Warte mal, wir können mal kurz einen Vergleich machen. Wir können entweder... Jetzt brauchen wir die richtigen Signale hier. Das hier hinstellen. Oder machen wir das denn? Machen wir das so. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie ihr das seht. Ich finde das immer so unschön fürs Auge. Wenn wir das zweite Gleis von rechts besignalen wollen, machen wir die rechte oder die linke Variante, Freunde? Schreibt mal rein. Rechts oder links? Was sieht denn besser aus? Ich mag das nicht, wenn das Signal so zwischen den Gleisen so steht. Kerstin, moin! Signalbrücken sind besser. Otto, aber schau, Otto sagt rechts. Mit Signalbrücken, Gengott links, Rubelio links. Ja, das ist eine gute Frage, ja. Links, Tobi sagt auch rechts. Ihr wollt mich so veröppeln. Links, oder? Wisst ihr was? Wenn ihr euch wieder nicht eingehen könnt, dann müssen wir schnell eine Abfrage machen. Links oder rechts? Und nein, hier geht es nicht um Politik, Freunde. Also macht mal schnell die Abstimmung, dann weiß ich Bescheid. Was sagt denn der Space Monkey? Der sagt auch links. Ja, check. Links, ja, links nimmt schon Überhand, oder? Kleines Signal. Kleines Signal. Habe ich noch Kaffee? Ein bisschen ist noch da. Cheers, ihr Lieben. Prost, Coffee. Dann denkt aber dran, wenn du links signalisierst, dann muss rechts eine Tafel stehen, dass die... Das ist klar, Jochen. Wir machen ja... Hier die beiden Beispiele sind ja beide Beispiele, wo wir auf der rechten Seite das Gleis signalisieren. Wir signalisieren ja hier von rechts das zweite Gleis jeweils. Kann man mich verstehen? Verstehe die Frage nicht. Ja, MB kann ich verstehen. Ich tue mich selber schwer, das mal wieder auszuformulieren. Aber links gewinnt tatsächlich. Wenn auch gar nicht so stark. Oder Zwergsignal. Ich weiß nicht, ob Zwergsignal... Gibt es eigentlich Zwerghauptsignale? Weil eigentlich müsste ein Hauptsignal sein. An den Weichen fehlt noch ein Stück Oberleitung nach dem Umbau. Der Kevin hat wieder ein Adlerauge. Gucke ich mir gleich an. Mitte, Herr Commander.
Ach, Mistsau. So, schade. Moin, was? Damdo, moin, mein Lieber. So, also ich glaube tatsächlich, links gewinnt auf jeden Fall. Umfrage beenden, 50 Stimmen. Danke, ihr Lieben. Dann lassen wir das so. Zwerge sind keine Hauptsignale. Ja, genau. Zwerge sind nur Orangieren abstellen. Check, danke, Robelio. Dann erstmal checken, wenn es wirklich fehlt. Achso, so kriege ich das gar nicht raus. Gleise. Gleise. Du meintest das hier, oder? Ich hoffe, das war gemeint. Anders andere, alles andere sollte laufen. Also, hier sind denn auf jeden Fall die Signale am Start. Und dann sollte das passen und die nächsten Signale dann hier hinten. Gut. Haben wir das mal geklärt? Wir machen schnell ein bisschen Mastbau. Hier brauchen wir noch Mittelmast. Und dann ist die Frage, ob wir hier großes Querträgerwerk reinkriegen. Eigentlich sollte das machbar sein. Wir können es gerade nochmal ausprobieren, dass ihr das mal im Stream mitkriegt, wie das so funktioniert. Ich nehme generell übrigens die Entfernung zu Gleise kurz und damit das kleine Querträgerwerk. Ich finde es einfach besser. So, und dann positionieren wir das mal richtig. Machen hier auf 5 Gleise. Jetzt ist der in der Mitte natürlich nicht... Da gibt es kein Gleis, finde ich aber nicht so schlimm. Aber so könnte ich das sehen lassen, oder? Das finde ich nicht verkehrt. Das ist schon okay. Sepp. So, hier drüben nochmal. Sepp. Und so wird der Schuh draus. Also, falls einer von euch mal schön Oberleitung vernünftig abhängen möchte, dann wird es auch ein Weg dazu. Kannst du die Brücke schön bauen? Ja. Machen wir auch gleich. Gute Idee. So, und das hier, guck mal, ist natürlich auch wieder Fubak. Aber hier hängen wir natürlich erstmal. Ist das vernünftig so? Mittig? Ja. Ah, shit. Okay, hier funktioniert schon gar nicht mehr, weil es das verschoben ist, falls ihr es gesehen habt. So, so. Den nochmal gerade nachgehangen. Und dann lassen wir das auch erstmal. Die Signale mal ein Stück umgesetzt. Dann können wir die Brücke gerade noch machen. Und das setzen wir dann alles ein Stück vor. Könnten wir das Signal... Gibt es eigentlich Signale direkt, die festgemacht sind an der Brücken? Gibt es sowas? Guck mal, können wir das hier direkt... Ah ne, dafür ist die Brücke zu hoch. Gibt es befestigte Signale an der Brücke? Die könnte ich jetzt irgendwie darstellen. Konstimon, sie sagt ja. Nein, gibt es nicht. Okay, wenn es sie nicht gibt. Dann machen wir hier hinten das. So, ich weiß nicht, ob es unter der Brücke gut oder schlecht aussieht. Ich lasse es einfach so. Und dann können wir hier gerne mal kurz probieren, die Brücke ein bisschen schöner darzustellen. Mit Joe Freeds natürlich. Zip, zip, zip. Wir nehmen das. Dann drehen wir uns das vernünftig auf die richtige Flucht zum Gleis sozusagen, aber auch zur Brücke an sich. Machen hier die Länge ein bisschen besser.
dann sollte das so gehen. Also hier in Bonn schon. Schick mal ein Foto. Danke für den Follow, mein Lieber. Ich kann gar nicht erkennen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Abo. Sehr lieb von dir. So machen wir das. Andere Seite genau dasselbe. Verzaunung muss hier auch noch hin, gell? So, und in der Mitte bauen wir zwei Pfeiler hin. Die werden dann natürlich wesentlich schmaler. Und schon schaut die Brücken. Besser aus. Gell, so kann man die schon mal durchgehen lassen. Das passt. Ich save mal. Dann checken wir nochmal, ob die Linien noch alle klar sind. Dann machen wir noch das letzte, was der Luca geschrieben hat. Luca, schreib mal nochmal rein. Ich habe das nicht richtig verstanden, was du da machen willst. Aber dein Wunsch sei mir Befehl. So, jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Musst du gleich auf deinen DC gucken. Hab da gerade ein paar Videos hochgeladen. Danke dir, Robelio. Ich krieg das jetzt so schnell nicht hin, aber ich guck mir das in Ruhe. Auf jeden Fall immer irgendwann an, mein Lieben. Guter Stream, Transportgamer. Danke dir, mein Lieber. Dunkelschatten, danke für dein Abo, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Gruß geht raus. Hast du einen Tipp für mich? Jofreeds Damm- und Brückenmod stürzt ständig bei mir ab. Nee, leider nicht. Tatsächlich, es gibt so eine Quote von 5-8% an Benutzern, bei denen Jofreeds gar nicht funktioniert, warum auch immer. Ich kann euch nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Bei mir funktioniert die Mod einwandfrei, ja. Denkt bitte an die Zwergsignale zur Ausfahrt der diversen Stumpfgleise. Meinst du das hier? Meinst du, sind das für dich die Stumpfgleise hier? Jetrix? Noch zu breit. Ah, shit, hast du recht. Du hast leider recht. Noch anmalen. Der Cat Gaming sieht auch immer alles und er hat recht. Noch anmalen, genau. Den Rest mache ich später, Freunde. Wieso ist denn das? Guck mal, das ist natürlich auch... Ist das meine Brücke? Habe ich die so bescheiden gesetzt? Warte mal, das kann man doch gerade ändern. Die Mod fragen auch immer relativ viele nach. Guck mal, pass mal auf, wie schön die ist. Da gehen wir hier rein. Ja, wo ist die hin? Hier. Und setzen hier an. Dann gehen wir hier runter und suchen hier das Ende. Hier zum Beispiel. Und wenn ich jetzt hier Zip mache, dann gleicht er das aus. Boah, macht eine wunderschöne Abfahrt. Wobei die noch länger sein müsste. Wir machen das nochmal. Wir machen das tatsächlich durch. Ist Luca noch am Start? Ah, RB87 zu S2 umbenennen. Genau, wir wollten... Der S-Bahn-Reiniger draufsetzen und S5 in S1 umbenennen. Ja, Check können wir machen gleich. Servus, Checko. Bin auch mal wieder da. Simon, meine Sonne. Grüß dich. So, haben wir das. Das gleichen wir noch schnell aus. Gut. Kurz mal checken, ob die Linien hier noch laufen. Ja, die laufen noch soweit. Check. Echt, macht man das so? Ist mir gar nicht so bewusst. Zwergsignale denn, oder? Kriegen die eins? Ich meine, Durchrutschwege und so, ihr wisst es, das kriege ich alles nicht so 1:1 berücksichtigt. Das habe ich aber noch nie verstanden, dass man das hier so macht. Dann mache ich das ja überall jetzt zukünftig. Schaut echt gut aus. Thomas, check. Weg dran im Sandwich mit Destus wäre schön. Schon Forum regelt. Sonst Forum regelt. Was? Werbung nervt total. Ist die immer noch an die Werbung? Ich habe die ausgeschaltet bei mir im Stream. Wenn es jetzt noch Werbung gibt. Werbung.
Denn klärt es mal YouTube wieder selbst. Also ihr seht auch als kleine Content Creator oder wahrscheinlich auch als großer, man kriegt es gar nicht ganz genau immer eingestellt, dass man keine Werbung will für euch, weil tatsächlich, ich habe sie nochmal aktiv ausgestellt. So, also der das wird die S1. Das machen wir wahrscheinlich mit allen Linien denn zukünftig. Und RB, ist es der hier? Wird S2. Austauschen. Jetzt ist die Frage, ob ich das habe, was der liebe... Welche Baureihe ist das, Luca? Oder alle anderen Friends? S-Bahn Rhein-Neckar, ist es die hier? Ich tippe mal darauf, ich bin richtig unterwegs. Das ist ganz schön zugig unterwegs. Habe ich das richtig gemacht jetzt, Freunde? Username Robelio101 auf Discord. Deine Fotos und deine Modellbahn stehen im Halteverbot. Was? Jedem sieht voll gut aus, danke dir. Wer ist denn der dufte Typ da oben links im Kasten? Bist du immer noch keine Eier essen? Passt, sehr gut. Cat Gaming, genau. Check, gut Thomas. So, das Frühstück ruft. Wünsche und allen anderen noch einen tollen Sonntag. J-Tracks, danke, wir sind auch gleich raus hier. Lass dich schmecken auf jeden Fall. Gutes Frühstückchen. Nikolas, danke für dein Abo. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Das ist meine Patenschaft, bitte. Ist es so? Können wir gerne machen. Ich hoffe, ich mache es dann nicht irgendwann doppelt. Warte, ich muss wieder spicken. Ich muss schnell nochmal spicken, ihr wisst es. Die 463. Wer 463. Und das wird Ulrich Fauste. Habe ich Doppel-S, gell? Ich meine aber nur eines, oder? Ja, eines. Verdammt. Wie sieht's mit den Tassen? Ja, sage ich gleich nochmal. Gut, dass du das ansprichst. Wir machen mal höhere Brennweite. So. Und... hier müssen wir gerade mal... So. So, also gerne mal für euch zur Info, genau bevor wir dann gleich loslegen. Wenn ihr Bock habt, hier eine Checko Place Kaffeetasse zu gewinnen, dann schreibt einen Kommi und das letzte Video von uns hier auf dem kleinen Kanal, das Video ist von gestern, auch zu Transport FIFA 2, schreibt einfach einen Kommi runter, damit qualifiziert ihr euch gleich fürs Gewinnspiel. Ich verlose das gleich einfach über so einen Zufallsgenerator, der auf Basis von Kommentaren einfach verlost, gell? Das machen wir gleich noch. Und dann sind wir fast durch für heute. So, bin mal raus. Sag mal bitte später dann alles noch einen schönen Sonntag. Was? Ich war wieder falsch gelesen. Jochen, ich habe aber verstanden, was du meintest. Check, mache ich. Schönen Sonntag auf jeden Fall dir auch, lieber Jochen. Danke, dass du reingeschaltet hast, gell? Bleib gesund, pass auf dich auf. Und enjoy your weekend. Wenn du schon mal frei hast, gell? Wie es immer so ist. Komm gut über diesen Sonntag. Okay. Wir speichern nochmal sicherheitshalber schnell. Und dann haben wir's. Dann steigen wir in den hier ein, in unser Sandwich. Langer Zug, Freunde. Fast schon zu lang gefühlt gerade. Aber nun gut. So, und guck mal hier, das sind die Signale, die ihr oben seht, die Vorsignale. Ja, ich bin noch nicht zufrieden damit. Ich brauche unbedingt andere Mods dazu. Jetzt trinke ich noch schnell einen Schluck. Du kannst bei jedem Bahnhof, wo du welche hast, mit Auslaufgleis eine Wendemöglichkeit einbauen mit einer Spitzkehre.
Boah, Jan Philipp, bei welchem Thema bist du? Ich schneid's bei dir nicht. Mit der RHB-Verlosung? Was ist RHB? Orek? Tyranny hat ein Video von der Deutschland-Map hochgeladen. Vor einer halben Stunde. Ja, check. Der Bahnhof gefällt mir optisch echt gut. So soll da, Thomas. Wir fahren rückwärts. Was ist denn hier los? Jetzt fahren wir vorwärts. Wann kommt für mich eine Zuglinie? Ich weiß noch nicht, Palette, mal gucken. Darf dann Space Monkeys Länder Vectrons Bruder testen und ansehen. Oh, cool, okay. Genau, Kevin. So ist das. Hab schon gestern kommentiert. Zählt das auch? Ja, ja, alle Kommentare, die einfach drunter sind, na klar. Diablo, servus, mein Lieber. Also, ich bereite hier mal schnell alles vor. Wir machen so lange die Mitfahrt noch klar. Ich brauche kurz ein kleines Momentchen, bis ich das hier wieder geregelt habe. Was ist denn das hier für ein Bild? Ne, das ist der Weihnachtsmann. Uno momento. Ich bin wieder nicht vorbereitet für das Thema. Aber wir klären es gleich. Zip, 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 zip. So, das. Das letzte Video von gestern. Zip. So, jetzt haben wir das. Also, ich bin dann soweit. Also, Alter, immer eine Katastrophe. Wie gesagt, hier die Tassen. Wenn ihr Bock habt, dann geht's jetzt los. Für alle Nachzügler, kommentiert das letzte Video auf unserem kleinen Kanal von gestern. Und wir starten einfach mal rein. Ich blende euch nochmal gerade die Teilnahme. Oh! Die Teilnahmebedingung rein. Ordnung muss sein. So schauen die aus. Stoppt den Stream, wenn es euch wichtig ist. Teilnahme. Generell ab 14 Jahre, ihr wisst es, ihr kriegt keine Waschmaschine und alles andere kennt ihr. Gut, und dann machen wir folgendes, Bildschirmaufnahme und hier gehen wir, tippen wir das Video ein, Numbers of Gewinner, das ist 14, ach was, doch, get your comments. War ich falsch? Ach so, jetzt. Hä, wollt ihr mich veröppeln? Wieso geht es nicht? Ah. Jetzt, ich dachte schon, geht nicht. Gut, Freunde. Also, verlosen wir eine Runde. Mal gucken, ob das wird. Erste Tasse geht raus. Ich drücke euch alle die Daumen. Herr Commander, gell? Mal gucken, was passiert. Saskia Kurve, Benny, meine Sonne, bist du noch am Start? Ich glaube, der ist frühstücken, der Junge. Der kassiert auf jeden Fall ein Testchen. Glückwunsch.
Ist er noch da? Kurz mal Chat lesen, wer überhaupt noch da ist. Schwebende Oberleitung. Ja, ja, wir sind hier bei weitem noch nicht fertig, mein Lieber. Der Transient World 4 Sandbox Mode ist schon lecker. Na, wie auch immer, ich schreibe auf jeden Fall den Benny mal an. Wie schön ruckelfrei es noch läuft. Jo, noch geht es, gell? Wie lange das noch geht, ist ja immer dahingestellt. Schade, schade. Marmelade. Glückwunsch an Saskia. Ja, ja, warum auch immer. Der ist wahrscheinlich noch mit irgendeinem Account unterwegs. Rocket Ride, moin. Wir sind fast fertig. Verlost du noch mehr? Eine verlose ich noch, ja. Transport Gamer, mach's gut, mein Lieber. So, dann hauen wir die zweite Tasse noch raus. Zip. 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 Also das gleiche nochmal. Pick another winner. Und wir legen nochmal los, Freunde. Viel Glück für die zweite Jacob Place-Tasse. Start noch drücken, gell? Sonst funktioniert's nicht. Es geht die Löwe. Die Tasse geht nach Pirna. Zum lieben Löwe. Der wohnt nämlich in Pirna, das weiß ich sogar. Gut, Freunde. Oh Mann, Herr Commander. Ich mach nochmal. Warte mal, habe ich noch eine da? Aber ich krieg das jetzt nicht hin so schnell. Wir machen in Kürze noch eine Kanalmitgliederverlosung, Herr Commander. Dann sind die Chancen größer, gell? Dann machen wir das so. Ich lasse mir was einfallen. Gut, danke auf jeden Fall für eure Teilnahme. Haben wir das auch geklärt. Stehen wir hier noch? Schiebung! Thomas, gut! Die Oberleitung ist so gut gespannt, da braucht man keine Masten. Haha, stimmt! Reinhold, mach's gut, mein Lieber. Jo, Freunde, damit sind wir dann auch durch. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. 11.29 Uhr, passt. Glückwunsch an die Gewinner. Jo, danke euch, Jengot, Cat Gaming, Space Monkey. Robelio, wir schaffen das noch. Anderes Gewinnspiel, Checo, bei Bernina. Ja, beim Bernina wird es nicht passieren, aber wir machen bald wieder die Zwangsbremsen-Challenge und dann geht es ja da sogar auch um den kleinen Amazon-Gutschein. Schön war's, freut mich. Freut mich, dass ihr auf jeden Fall alle am Start wart. Lasst noch gerne ein Like da, wenn noch nicht geschehen. Drückt den Abo-Button, ihr Lieben. Und dann kann ich nur sagen, ciao, ciao. Und bis nächste Mal, gell? Vielen lieben Dank, Herr Commander, für deine Kanalmitgliedschaft. Große Ehre, auf jeden Fall. Gruß und Dank geht raus. Super lieb von dir, große Motivation, ihr wisst es. Und ich freue mich aufs nächste Video. Ich freue mich auch auf die Videos in der Woche in Transport FIFA 2. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Luca, mach's gut, mein Lieber. Kevin, mach's gut. Eisenbahn und mehr. Palette. Tobi, Binky Binky. Otto, Kuss geht raus, mein Lieber. Danke für deinen Support. Danke für deine, deinen Beitrag überall, um hier Ordnung zu halten. Jan Gott, mein Lieber, mach's gut. Remo, bis Spöng. Mann, verdammt, ich habe immer noch genug Ware für dich. Ich weiß nicht, wie ich das über die Grenze zu dir kriege, aber das machen wir später. Orek Fauste, mach's gut. Nicolas Diablo, MTB One Cube, Lukas Alpha und ja, alle, die ich vergessen habe. Cat Gaming, Rocket Ride, Ambiel, der Sachsenfisch, Jan Philipp, Markus, Konsti, Wire by Flyer. Kommt's gut über den Sonntag. Gell, geht's ein bisschen raus, frische Luft schnappen. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tom, Space Monkey 6. Wann darf ich endlich wieder ins Auto steigen? Archimon. Der Archimon bastelt bestimmt schon im Hintergrund. Thomas. Bis bald, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Schönen Sonntag jetzt. Ich steig aus. Alle, die ich vergessen habe, Kuss geht raus. Ciao, servus, baba. Master Funky, genau, Robelio. Macht's gut. Ciao, servus.